vordere Ausschnitt ist nun gestrickt. Auf der Rückseite stricke ich den Ausschnitt genauso, stricke aber dann die Träger etwas länger. Ich habe sie jetzt 10 Reihen länger gestrickt. Wenn ich also die 8 Maschen übrig habe, stricke ich einfach noch einige zusätzliche Reihen. Auf diesen Trägern kommen später die Knöpfe, damit das Kleid verschlossen werden kann. Für Puppenkleider ist es ganz praktisch, wenn der Halsausschnitt nicht so eng ist, denn Puppenmamas tun sich manchmal ein bisschen schwer mit Anziehen der Puppe. Zum Abschluss jetzt, damit sich alles nicht mehr so einrollt, wird jetzt der Rand umhäkelt. Ich habe das jetzt mit meiner Kontrastfarbe genommen, also dieselbe Farbe, wie ich unten am Bund habe. Dazu steche ich mit der Häkelnadel durch die Masche am Rand und ziehe den Faden durch. Mache nochmal eine Masche da rein und stricke jetzt durch jede Masche, steche ich mit der Häkelnadel durch, ziehe den Faden durch, ziehe nochmal durch beide Maschen einen Faden. Ich zeige es noch einmal. Auf diese Weise wird jetzt der ganze Ausschnitt in einem Stück umhäkelt. Wenn ich die erste Runde fertig gehäkelt habe, häkele ich weiter, bis ich zu den kurzen Trägern komme, nicht verwechseln. In den Ecken kann ich immer schon bei der ersten Runde 2 oder 3 Maschen reinhäkeln. Und dann, wenn ich am Ende vom kurzen Träger bin, häkele ich einige Luftmaschen. Vielleicht 4 ungefähr, je nachdem wie groß die Knöpfe sind. Lasse ein paar Maschen aus und häkle dann weiter. So wird ein Knopfloch gemacht. Man kann mal ausprobieren, ob dann der Knopf gut durchpasst. Dasselbe wird auf der anderen Seite auch gemacht. Und dann zum Schluss werden noch die Fäden vernäht, die Knöpfe angenäht und das Kleidchen ist fertig. Wer möchte, kann vorne auch noch eine Applikation oder einen Knopf aufnähen. Und fertig ist das Puppenkleid.